So, wir stehen hier gerade vor dem legendären Schloss am Wörthersee und neben mir steht der Geschäftsführer von Lisafilm, der Herr Kreiger. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Es ist ja einiges los im Hintergrund. Machen gerade der Thomas Gottschalk und der Mike Krüger ihre Handabdrücke in Beton. Läuft der Tag so bisher, wie Sie sich vorgestellt haben? Der Tag läuft sehr gut, das Wetter passt, die Menschen sind da, Tommy und der Mike sind super drauf. Also eigentlich ist das alles auf einer super Bahn unterwegs und wir freuen uns gemeinsam mit allen, die hier sind, das richtig zu feiern und zu begehen. Wir freuen uns auch extrem, dass wir hier sein dürfen. Ich habe schon einiges erlebt. Ich habe schon mit Herrn Retzer gesprochen, mit Thomas Gottschalk, mit Mike Krüger. Ich habe für mich wirklich Idole getroffen. Also ich bin da auch nicht so abgebrüht, wie man vielleicht meint, wenn man beim Fernsehen arbeitet. Sie lachen gerade so, als Sie auf unser Roll-Up geschaut haben. Kommen da ganz besondere Erinnerungen zurück, wenn Sie sich die Filmausschnitte angucken? Na klar, das sind auch so vier besondere Filme, die eine gewisse Leichtigkeit auch vermitteln. Und da sehe ich gerade die Einsteiger zum Beispiel. Das erinnert mich natürlich an ganz was Besonderes, an Spaß und Klamauk. Und dass das vier Jahrzehnte überdauert, das finde ich schon ganz was Besonderes. Heute schauen wir uns diese Filme an und haben noch immer das gleiche Vergnügen wie vor vielen Jahren. Und eine junge Generation entdeckt diese Filme sogar wieder. Die waren ja damals nicht einmal auf der Welt. Also sofern ich mich zur jungen Generation dazu rechnen kann, kann ich nur sagen, definitiv tolle Filme. Ich habe sie jetzt in den letzten Tagen auch alle nochmal angeschaut natürlich und habe das sehr genossen. Das kann man gar nicht arbeiten in die Vorbereitung auf dieses Event. Was dürfen wir vom heutigen Tag noch erwarten? Ja, der heutige Tag hat noch einige Überraschungen. In erster Linie geht es natürlich, diesen Kult zu feiern. Da gibt es eine Buchpräsentation über die Supernasen und ihre Filme. Es gibt einen Handabdruck, der jetzt gerade passiert. Es gibt noch einen Überraschungssänger, der jetzt gleich auftreten wird und zwei Liedeln singen wird. Es gibt den originalen Doppeldecker aus die Supernasen, der uns noch eine Flugshow zeigen wird in der Bucht von Felden. Und noch das eine oder andere Highlight. Und am Abend gibt es ja dann die große Gala, wo die geladenen Gäste zusammenkommen. Und da ist auch noch einmal ein buntes Programm, um uns zu erinnern an diese alten Zeiten. Ja, ist auf jeden Fall einiges geboten auf den besagten Sänger. Freue ich mich jetzt schon. Ich verrate jetzt nicht, wer es ist. Ich habe schon gehört, wer es ist. Ein bisschen was davon werde ich definitiv in der Instagram-Story posten. Und ich würde sagen, vielen Dank. Ich entlasse jetzt wieder. Sie haben sicherlich einiges zu tun. Danke. Sehr gerne. Danke. Alles Gute. So, das haben wir jetzt.